Häufig ist es sehr sinnvoll, dem Betrachter einer Website bei jedem Besuch irgendwas Neues zu geben. Damit binde ich den Betrachter und jedes Mal erfährt der Betrachter etwas Neues, entdeckt etwas Neues und ich mache die Website spannender. Der einfachste Weg, so etwas zu machen, ist es beispielsweise, auf die Art und Weise zu arbeiten, einen Hintergrund zu nehmen, der alterniert. Dabei kann dieser Hintergrund entweder zum Beispiel zeitgesteuert alternieren, das heißt, je nachdem, welche Uhrzeit es ist, soll ein anderer Hintergrund angezeigt werden, oder natürlich auch per Zufall. Im Grunde genommen ist das Ganze zu realisieren sogar sehr, sehr einfach. Das Einzige, was wir brauchen, ist eine Animation, in diesem Fall eine Hintergrundanimation. Und diese Hintergrundanimation macht in meinem Beispiel nichts anderes, als dass es den Übergang zwischen Nacht und Tag zeigt. Hier sehen wir sehr schön, dass bei Keyframe 1, also im Bild 1, es mitten in der Nacht ist, entspricht in etwa 1 Uhr nachts. Und bei Keyframe 24 ist es dann wieder mitten in der Nacht, entspricht Mitternacht. Und so bei Keyframe 12 steht die Sonne sehr schön zu sehen am höchsten, das heißt, wir haben 12 Uhr mittags. Was müssen wir jetzt machen, um diesen Hintergrund jetzt entsprechend zu steuern? Wenn wir überhaupt nichts machen, passiert natürlich das, was immer passiert. Die Movie-Clip-Animation läuft endlos ab. Und sehr schön auch jetzt zu sehen, der Übergang zwischen Tag und Nacht. Und in einer ActionScript-Ebene können wir den einfachsten Weg zur Steuerung nehmen. Ganz wichtig, bevor wir in die ActionScript-Ebene gehen, vergesst bitte nicht, immer einen Namen definieren für die Instanz, sonst könnt ihr nicht mit ihm reden. Und jetzt können wir in die ActionScript-Ebene zurück und können die Instanz direkt ansprechen und können zum Beispiel sagen Stopp. Und in dem Moment, wo ich einen Stopp mache, läuft das Ganze nicht ab, bleibt einfach stehen. Und ich kann natürlich auch an dieser Stelle hingehen und kann ein Go-to-End-Stop machen. 12, um beispielsweise dann 12 Uhr mittags zu simulieren, oder Go-to-End-Stop 24, um Mitternacht zu simulieren. Nun ist es so, dass es sehr schön wäre, wenn wir das per Zufall generieren könnten. Um etwas per Zufall zu generieren, gibt es in Flash eine Funktion, die nennt sich mars.random. Wenn wir einfach mal eine Trace-Ausgabe von mars.random machen, werden wir sehen, dass wir hier einen Wert bekommen haben, 0,49000411 und so weiter. Testen wir das nochmal, bekommen wir diesmal 0,88. Im Klartext bedeutet das nichts anderes, dass MassRandom mir einen Zufallswert gibt zwischen 0 und einer Zahl 0,99 Periode. Nun ist es aber so, dass unsere Schlüsselbilder ja von 1 bis 24 gehen. Wir werden jetzt also Folgendes machen. Wir werden zusätzlich die Methode mars.floor kennenlernen, welches eine Zahl, eine Dezimalzahl, runterrundet. Das heißt, wenn wir jetzt mars.round von mars.random nehmen würden und diesen Wert wieder einmal austracen, werdet ihr sehen, dass ich als Wert eine 0 bekomme. Wir werden auch immer eine 0 bekommen, weil der Wert von Random ja zwischen 0 und 0,99 liegt. MassFloor rundet diesen Wert herunter und dementsprechend, das ist eigentlich nur Mathematik, kann der Wert immer nur 0 sein. Also verwenden wir jetzt hier einen kleinen Trick. Und zwar werden wir gleich MassRandom einfach mit 24 multiplizieren. Multiplizieren wir das Ganze nämlich mit 24, ist rein mathematisch gesehen ein Wert zwischen 0 und knapp unter 24, also 23, irgendwas möglich. Wenn wir das dann herunterrunden, werdet ihr sehr schön erkennen, dass wir einen Wert bekommen werden, der in dem Falle 1 ist. Beim nächsten Durchlauf wäre es 11, beim nächsten Durchlauf 17. Auf jeden Fall ist es immer eine Zufallszahl, die in dem Falle zwischen 0 und 23 liegen wird. Diesen Wert speichern wir uns jetzt in eine Variable zwischen. Eine Variable zu definieren ist so super einfach. Ich gehe einfach hin und sage var, und zwar random, kann man auch als RND abkürzen, number vom Typ number ist gleich der Ausdruck, den wir gerade definiert haben, massFloor, massRandom mal 24. Was macht diese Definition einer Variable? Ihr müsst euch das so vorstellen wie so ein Notizzettel. Ich habe gerade einen Notizzettel mit der Überschrift RND number definiert. Dieser Notizzettel darf nur Zahlen enthalten. Diese Zahlen können auch Kommastellen oder Ähnliches enthalten. Und in diesem Notizzettel habe ich mir jetzt die Notiz hinterlegt, massFloor, massRandom 24.
Wenn ich jetzt also einen Blick auf die Notizzettel werfen will, gehe ich einfach hin und mache jetzt RND Number und bekomme jetzt den Zufallswert in Trace wieder zurück. Diesen Wert nehmen wir jetzt aber, anstatt ihn auszutracen, schnappen wir uns jetzt die Background-Animation und verwenden wieder die Methode GoToAndStub und übergeben der GoToAndStub die Zahl, die wir zuvor in die Variable definiert haben, und dann anschließend mit dieser Zahl dann über GoToAndStub an einer bestimmten Position im Bild stehen zu bleiben. Und schon seht ihr, jetzt ist es nachts gewesen, jetzt ist es mal Dämmerung, beim nächsten Tag kommt die Sonne fast raus und so weiter und so weiter. Eine ganz wichtige Sache müssen wir aber noch kontrollieren. Und zwar müssen wir kontrollieren, ob die Zahl, die ermittelt worden ist, genau gleich 0 ist. Das ist ja theoretisch möglich. Denn wir befinden uns ja, oder andersrum, in unserem Hintergrundbild gibt es ja keinen Frame 0, es gibt nur Frame 1. Und wenn 0 rauskommt, müssen wir dem System sagen, springe bitte zum Frame 24, weil das ist eigentlich die Mitternachtszeit entsprechend. Wie programmiere ich das? Nun, wenn wir das einfach mal vom Gedankengang herunterschreiben, würden wir ja schreiben, wenn die Zufallszahl RND genau gleich 0, dann mache etwas. Und jetzt gehen wir einfach hin und werden das, was wir in Deutsch geschrieben haben, einfach in ActionScript übersetzen. Wenn bedeutet nichts anderes als if. RND-Number haben wir. Genau gleich sind zwei Gleichheitszeichen, die direkt hintereinander folgen. Wenn also die Zufallszahl genau gleich 0 ist, dann springe in meiner Animation auf Bild 24. Und dann gibt es dann auch die Möglichkeit, was passieren soll, wenn die Zahl nicht genau gleich 0 ist. Und in dem Fall verwendet man das Schlüsselwort else. Und was nun passiert, ist folgendes. Sollte diese Bedingung, die hier oben im if definiert wurde, innerhalb der Klammern erfüllt werden, werden die Anweisungen zwischen diesen geschweiften Klammern ausgeführt. Sollte diese Bedingung aber nicht erfüllt werden, wird einfach die Anweisung ausgeführt, die in den geschweiften Klammern direkt hinter else definiert wurden. Und dann muss entsprechend an dieser Stelle einfach innerhalb des else-Blocks die Animation zu der Zufallszahl springen. Und schon sehen wir, wow, da haben wir einen kleinen Syntaxfehler drin. Gucken wir schnell, was wir falsch gemacht haben. Else wurde nicht erwartet. Ja klar, weil ich hier statt if id geschrieben habe. Ihr seht, kleinere Fehler passieren immer wieder. Da müsst ihr einfach dann ein bisschen schauen. Meistens sind es wirklich nur vergessene Semikolons, falsch geschriebene Befehle oder ähnliches. So, schon haben wir unsere Programmierung fertig. Mittels Zufallszahl, die ermittelt wird zwischen 0 und 23, soll dann dementsprechend innerhalb des Movie-Clips zu einer bestimmten Position gesprungen werden. Nun wollen wir das Ganze auch mal durchführen lassen, indem wir das Ganze über ein Datumsobjekt durchlaufen lassen. Wir definieren dafür eine Variable für ein Datumsobjekt, kommentieren das hier aus. Und diesmal definieren wir die Variable Date, stellt euch wieder einen Notizzettel vor. Auf diesem Notizzettel dürfen nur Datumsobjekte definiert werden und mit dem New-Konstrukt erstellen wir hier ein neues Datumobjekt. Um mal zu schauen, was das Ganze ist, lassen wir uns das Objekt mal austracen und hier führen wir noch einen Kommentarblock hinzu, das heißt, dieser Code soll jetzt erstmal ignoriert werden. Testen wir das, seht ihr sehr schön, wir haben heute November, den 12. und wir haben 12.13 Uhr. Nachdem wir dieses Date-Objekt haben, können wir nämlich auch Folgendes machen. Wir können von diesem Objekt, von dieser Variable, auf die Eigenschaft Hours zugreifen. Und die Eigenschaft Hours sagt mir exakt nur die Uhrzeit, 12 Uhr, so wie wir es gerade schon gesehen haben. Was wir jetzt also machen müssen, damit der Code funktioniert wieder, ist diesmal innerhalb meiner Bedingung die Kommentare wieder rauszunehmen. Und die Bedingung, die wir gerade zuvor mit der Zufallszahl gemacht haben, kann jetzt nicht mehr funktionieren, weil wir die Zufallszahldefinition auskommentiert haben. Insofern gibt es das nicht mehr. Also müssen wir im Falle eines Datumsobjektes einfach die Zufallszahl ersetzen durch date.hour. Schon funktioniert das Ganze. Aber diesmal, und ihr seht, 12 Uhr mittags, die Sonne steht ganz oben, diesmal ist das Ganze zeitbasiert. Wir haben also gelernt, wie wir in der Lage sind, unterschiedliche Hintergründe situationsbedingt anzeigen zu können, indem wir einfach innerhalb einer Zeitleiste etwas Spezielles ansteuern
Und das haben wir gelernt, einmal mittels der Definition einer Zufallszahl und zum anderen natürlich mit der Definition eines Datumobjektes und indem wir von dem Datum explizit die Uhrzeit erhalten haben, kontrolliert haben, welche Uhrzeit wir haben und entsprechend über GoToUnstop die Hintergrundanimation, die direkt auf der Bühne liegt, gesteuert haben.